Jetzt geht's auf. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Planet Crafter. Ja, ich habe ein bisschen Material in der Dash, weil ich möchte oben einen Schmetterlingsfarm bauen und vielleicht nur, was wollte ich nur, Bienenstöcke, genau. Ich wollte ein bisschen, ja, heimlicher machen da oben. Nicht, ja. Heimischer. So, wie ihr seht, der Turm ist gewachsen. Diese Plattform da oben ist Stockwerk 100. Ja. Also viel Material, viel zu tun. Da seht ihr es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120 Stockwerke habe ich schon. Ja. Jedes 10. Stockwerk ist ein Aussichts- Stockwerk. Und naja, es dauert jetzt länger, bis ich da oben bin. Deswegen seht ihr das jetzt im Zeitraffer. Also, bis gleich. Hallo im 100. Stock. Ja, ich hab da Batterie gebaut. Rote Leuchten an die Ecken, dass uns kein Flugzeug in den Turm fliegt. Hahaha. Genau. So schaut's aus. Und man muss schwindelfrei sein. Glasboden. Da hinten ist unser Base. Schaut voll mickrig aus. Ja. So. Das ist ein 6. Ein Stock tiefer habe ich ein kleines Lager eingerichtet, was die Drohnen versorgen mit neuem Baumaterial. Und einen Stock höher haben wir einen Ausgang eben auf die Außenterrasse. Und da will ich jetzt noch ein bisschen was bauen. Und zwar Schmetterlinge. Aber die bauen wir da so einer, weil da ist kalt, ist da nicht bauen. Warum? Da kann ich es bauen, da kann ich es nicht bauen. Dann bauen wir es in die Ecke. So, Schmetterling, hinein mit dir, dass da ein bisschen was los ist. Noch ein Schmetterling. Eigentlich baue ich es, weil wir Insekten brauchen, dass da die Insektenwerte ein bisschen steigt. So, warum kann ich jetzt die da nicht bauen jetzt? So. Schmetterling. Ein Schmetterling. Schmetterling. So, jetzt ist da was los. Ha. Dann wollte ich nur Honig bauen, weil das gibt halt alles Insekten. Und das ist momentan das, was wir brauchen. Insekten. Um die letzten Sachen freizuschalten, was noch zum Bauen sind. Und so ein 2er Bienenstock gibt ja doch gleich mal Insekten 1100 pro Sekunde. Das ist natürlich schon nicht so schlecht. So. The last one. Sehr gut. So, da haben wir Silizium erinnert, weil das habe ich auch mal gebraucht. Das wird alles von Drohnen versorgt. Weil ich nicht immer bis ganz nach unten muss. Gehen wir mal die Stockwerke gemeinsam hoch. 110. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt wenn ihr die 2, also die 20 Stockwerke plus mit geht, wie es mir geht, wenn ich alle Stockwerke aufhören muss, da drehst du durch. Deswegen wollen wir jetzt Material für einen Teleporter, den ich dann in den 100. Stock stelle und dann immer jeden 100. Stock mit hochziehe. Aber ihr seht, eine wunderschöne Aussicht. Wir überblicken momentan schon die ganze Map. Von hinten bis vorn, vom Lava bis ins ehemalige Eisgebiet. Wir sehen alles. Da sehe ich komischerweise hinten das Wasser. Ich weiß nicht, ob bei YouTube die Auflösung ist. Eigentlich lädt es in 4K hoch. Da hinten sieht man den Wasserfall. Da sehe ich ihn aber nicht. Es ist die Grafik auf äußerstes Maximum, was halt die Spur hergibt. Genau, aber es baut einfach nicht alles hier auf. Wahrscheinlich, weil wir zu hoch oben sind jetzt, empfindet das Spiel es nicht für nötig, es auszubauen. So, aber wir brauchen jetzt Material für den Teleport, den ich auf Stockwerk 100 platzieren möchte jetzt einmal.
Ja, da pflücken wir Zeilen nach unten. Gehen wir schon fast bis heim vom Turm aber. Schauen wir schnell, wie die Produktion läuft von Insekten. Den isst man mal schnell. Warum habe ich das in der Tasche? Ich weiß es nicht. So, Insekten. Ja, läuft schon ein bisschen schneller. Weil wir brauchen dann 800 Tonnen, 925 Tonnen und 12 KT. Also, das dauert wahrscheinlich nur ein bisschen. Gibt es eigentlich nur Insektenraketen? Insektenrakete, tatsächlich mit Bienenlarven. Okay, da müssen wir uns nichts mehr drum kümmern. Jetzt kümmern wir uns erstmal um einen Teleport. Weil das ganz schön lästig ist, da und die Treppen hoch zum Rushen und wieder runter zum Rushen. Jetzt sind wir runter, springen ja. Teleport, zweimal Pulsar. Einmal Obsidian. Zweimal Pulsar. Dann braucht man nochmal Zeolith und Osmium. Osmium. Und einen Superstäbchen. Superstäbchen. Warum habe ich das dabei? Ich weiß es nicht mehr. Was wollte ich damit machen? Was kann man damit bauen? Ah, ich wollte nur Lampen bauen. Oh Gott, die können wir jetzt dann. Können wir jetzt dann eh gleich aufbauen. So, ich habe jetzt alles dabei, was ich brauche. Yep. Genau. Genau. Ja. So, wieder zurück zum Tower. Ist nicht der Trump Tower, ist der Hector Tower. Schon verdammt hoch. Aber es reicht noch nicht ganz, dass wir außerhalb die Wolken sind und weiß ich langsam Richtung Weltall kommen. Aber das schaffen wir auch noch. Aber in der letzten Staffel auch geschafft, dann wäre es in der Staffel auch schaffen. Außer sie haben jetzt eine Begrenzung einbaut, da man irgendwann nicht mehr höher bauen kann, aber ich glaube nicht. Warum sollten sie es tun? Man weiß es nicht. So, wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn ich oben bin. Bis gleich. So, und da sind wir wieder oben. Uiuiuiui. Du kriegst echt einen Drehwurm da. So, ein Teleport. Teleporter. Da ist er. So, viel besser. Jetzt ist es viel besser. Wow. Genau, die Lichter wollte ich noch bauen. Den sehe ich, wo die hinstrahlen. Genau, nach unten sollen strahlen. Da kann ich es genau nicht drauf bauen. Das nervt mich jetzt schon wieder. Dann bauen wir es da an der Kante. Kante. Ich möchte sehen, ob ich die unten sehe, weil meine kleinen Lampen, die ich da in den Turm baue, habe, sehe ich nämlich nicht von weiter weg. Also ich möchte jetzt sehen, ob man die Strahler vielleicht von weiter weg sieht, aber ich glaube nicht. Du bist natürlich wieder verkehrt rum, gell? Ja. Ist ja auch klar. So. Ihnen nicht auf meinen Helm. Gehst weg. Da geht's jetzt zu. Oh. Schön. Natürlich rote Beleuchtung. So, dann haben wir das. Sehr schön. Dann werden wir nur gemeinsam ein, zwei Stockwerke bauen. Aber ich muss mal was
Trinken. Was? Essen. So, dann locken wir uns voll. Das ist genau die Menge an Material, was ich brauche für 5 Stockwerke. Für 10 reicht es leider nicht. Mal ein bisschen langsamer, dass es nicht so schlecht wird. So, so weit. Und dann immer schön im Wechsel. 1 draufbauen, hoch, Treppe. 1 draufbauen, hoch, Treppe. Ja, und das mache ich die ganze Zeit so. Ja. Ist jetzt nicht so spannend. Deswegen haben wir gedacht, vielleicht in der nächsten Folge reißen wir einmal nur den kompletten Kartenrand ab. Um zum Schauen, ob wir irgendwas am Kartenrand vergessen haben. Da runter ist ein bisschen leichter, aber da springe ich einfach da runter. Bremsen, sonst tut's weh. So. Was Stockwerk machen wir noch miteinander? Also ein 10er Stockwerk. Halt, haben's vergessen. Hallo? Danke. 5 und 5. Sehr gut. Und dann braucht man noch Glasscheiben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann braucht man nur mehr ein solches und ein solches und ein solches. Und dann geht es wieder nach oben. Aber das erspare ich jetzt. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Stockwerk. Treppe. Also ein Lift war echt eine tolle Sache. Ich meine, jetzt das mit dem Teleporter ist natürlich auch schon nicht schlecht, aber ein Lift, so ein Außenlift, den du ziehen kannst, das war super. So. Gut, wir sind oben. Stockwerk 130. Ah, und wenn er draufsteht, den Boden nicht aus Glas machen, dann fällt es nämlich runter. Jupp. So. 130. Und noch die obligatorische Lampe. Genau. Der 130. Stock. Weit haben wir nicht mehr. Wir sind schon fast an den Wolken. Bisschen was fehlt noch. Na, ich würde sagen, die nächsten Missionen werden nochmal Erkundungsfolgen. Quatschen wir einfach mal dahinter und gehen wir mal am Rand entlang in dem Sprengstoff mit und wir schauen, ob wir noch irgendwo sprengen können. Ob noch irgendwo Geheimnisse versteckt sind, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Und dann gehen wir nochmal rum und wandern mal die Karte nochmal ab. Ob wir noch irgendwas entdecken. Und nebenbei werde ich oben wieder weiterbauen. Genau, so ist der Plan. Ich habe schon überlegt, ob wir mit dem Auto fahren, aber das ist wieder so, gehen wir rüber oder durch. Gibt es wieder Passagen, wo man mit dem Auto nicht fahren kann, dann hängen wir wieder fest, dann muss ich das Auto irgendwo stehen lassen oder zurückfahren. Und deswegen machen wir es zu Fuß. Wir haben jetzt ein relativ schnelles Jetpack und dann werden wir schon vorankommen. Und dann nehmen wir uns natürlich auch einen Teleporter mit. Den kann man doch auch irgendwie umbenennen, glaube ich, gell? Oder kann man den umbenennen? Teleporter benutzen. Text ändern. Base. Einen anderen. Ja, benutzen. Ich habe 2. Wo ist denn der noch? Ah, der ist nur da. Im Säure-Ding. Scheiße, Dreck. Den müssen wir auch noch mitnehmen. Das brauche ich alles nicht. Ich habe nochmal 20 Drohnen gebaut. Das braucht keiner. Schreiben wir da aber eine. So.
Mal wissen, wo das hingehört. Und der ist dann Power. Wow. 100. So. Base. Sehr gut. Gut, gut, gut. Wir nehmen auf jeden Fall mit Equipment für einen Teleporter. Genau. So, genau. Ja, Teleporter haben wir. Dann nehmen wir mit Sicherheitshalber. Sicherheitshalber nehmen wir mal zwei Flaschen Wasser mit, falls wir mal irgendwo kein Wasser finden, aber ich das nicht glaube. Und ein bisschen was zum Essen. Genau. So werden wir dann starten. Dann holen wir uns noch den Sprengstoff aus dem Auto, was wir noch haben. Wir haben auch keinen Sprengstoff mehr. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Die zwei nehmen wir mit. Der Rest kann erst einmal da drin bleiben. Haben wir keinen Sprengstoff mehr. Kann ich ja gar nicht glauben. Da ist noch ein Sprengstoff. Können wir noch einen Sprengstoff herstellen? Kannst du Sprengstoff herstellen, bitte? Nein, haben wir kein Schwarzpulver mehr. Kannst du Schwarzpulver herstellen? Da hätte ich schon gern dabei. Kannst du Sprengstoff herstellen? Danke. Dann kannst du wieder Pause machen. Genau. So, 2-3 Minuten haben wir noch. Dann legen wir mal los und suchen unseren Startpunkt. Da sagen wir, fliegen jetzt einfach mal da hinter und gehen wir dann da rum die Map ab und suchen wir. Ob wir noch irgendwas in der Map finden, was wir noch nicht entdeckt haben, wo wir noch nicht waren. Also in die Schiffe waren wir alle drin. Da bin ich mir fast sicher. Ich sag fast sicher, dann kann mich keiner festnageln. Haha, weiß man da ein Nice finden, aber ich glaube ja nicht. Da waren wir da schon oben. Die Reben, die kann man ja auch aufklettern. Ich weiß aber nicht mehr, wo da schon oben waren. Da schauen wir jetzt einmal gleich als erstes. Ich glaube, da waren wir schon, gell? Ja, da waren wir schon. Ja, da waren wir schon. Okay, ist das schon mal geklärt. Dann können wir unsere Exkursion weiterführen. Ja, so ist es. Schon langsam neigt sich das Spiel wird. Leider dem Ende zu. Ist eigentlich schade. Ich bin immer noch unschlüssig, ob wir uns retten lassen sollen oder nicht, ob ich die Staffel beende, ohne dass ich mich retten lasse. Mal schauen. Wenn es soweit ist, wir haben noch 0,7 TTI. Bis wir die Plattform bauen können. Ich hoffe, dass wir dabei die Insekten beieinander haben, was wir brauchen. Einfach mal schauen, ob irgendwo was aufploppt, was man noch sprengen kann. Bei dem Satellit waren wir auch, oder? Jep. Oder vielleicht noch neue Tiere, die wir noch nicht entdeckt haben. Mal schauen, ob wir irgendwas finden. Da ist ein Bunker, war mein Ding schon drin. Die Truhe ist auf jeden Fall leer. Ich glaube, da waren wir auch schon, oder? Nein, da waren wir noch nicht. Was hat er denn zum Verzeihen? Ich werde alles tun, um diesen Planeten zu verlassen. Ich musste tief graben, um die Ressourcen zum Bau einer Startrampe zu finden. Die Stürme sind in letzter Zeit seltener geworden. Ich muss einen großen Meteoritenkrater finden,
um die Startrampe auf dessen Boden zu bauen, damit sie vor den Winden geschützt ist. Die Magnetfelder dieses Planeten sind völlig verrückt. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich verlasse diesen Unterschlupf einmal mehr in der Hoffnung, dass ich es schaffen werde. Jo, Junge, du hast es leider nicht geschafft. So, weiter geht's. Licht wieder aus. Sind da noch irgendwo versteckte Löcher? Oder Truhen, die wir noch nicht gefunden haben, wo vielleicht nur DNA drin ist, die man noch brauchen kann. Auch bare DNA. Genau, da geht's. Hinter in die Superstadt. Von denen, die vor uns hier waren. Er füllt mir eine goldene Kiste, wo der keiner was weiß. Wo haben wir auch schon drin? Ist nicht schon wieder los. Oh gut, der Zong, genau an dieser Stelle sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Was ist denn da so? Ha, wahrscheinlich ein Wasserfall. In der nächsten Folge sehen wir uns genau an dieser Stelle weiter und führen unsere Erkundung fort. Ich sage wieder danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen. Like und Kommentar war wunderbar. Und ein Abo natürlich auch. Also, bis zum nächsten Mal. Servus.